Hallo zusammen, Oliver hier. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid wohlauf. Ich habe eine Frage erhalten über meinen Blog von Ralf. Und zwar fragt Ralf bezüglich zu meinem Artikel zur Strom- und Gaspreisbremse und den FAQs dazu, ob das bedeutet, dass man sich jetzt gar nicht selber drum kümmern muss, um von der Entlastung zu profitieren, ob das alles der Stromanbieter übernimmt und es selbstständig klärt. Außerdem schreibt er weiter, wer garantiert dem Staat und damit uns Steuerzahlern, dass die Stromanbieter nicht umtricksen, in Klammer ähnlich wie beim Tankrabatt 22. Denn als Stromanbieter könnte man ja seinen Preis einfach auf 10 Euro Kilowattstunde erhöhen und würde dann 69 für jede Kilowattstunde vom Staat erstattet bekommen. Oder ich erhöhe den sogenannten Grundpreis einfach auf 500 Euro im Jahr, da der Grundpreis ja anscheinend nicht vom Staat subventioniert wird. Die Kunden können dann trotz Strompreisbremse erheblich mehr zahlen. Weißt du da genaues? Also es ist so, bis zum 1.3. Muss dein Energieversorger dich anschreiben und dir mitteilen, was also so deine Eckdaten sind bezüglich dem Verbrauch und wie sich das auf deinen monatlichen Abschlag auswirkt. Und so hast du natürlich dann die Möglichkeit, das Ganze auch zu kontrollieren. Wer nicht weiß, wie er das am besten kontrolliert, ja, am besten einfach mit jemandem zusammenarbeiten, der es weiß. Kommt da gerne auf uns zu, wir helfen da gerne weiter. Dadurch ist auch die Rumtrickserei, ich sag mal, eigentlich ausgeschlossen, weil du es ja selbst kontrollieren kannst. Und aber ich will es nicht ausschließen, gibt ja immer so ein paar Kreative, die dann Wege finden. Genau, und wenn ein Stromanbieter, ich sag mal jetzt, oder ein Gasanbieter, die Preise außerhalb deiner Vereinbarung erhöht, ja, dann hast du sowieso ein Sonderkündigungsrecht. Von daher könnte dein Anbieter natürlich den Grundpreis erhöhen. Dann hättest du aber die Möglichkeit, dementsprechend dich am Markt umzusehen und zu wechseln. Von daher, ja, hoffe ich jetzt, dass diese Antwort dir weiterhilft und ja für euch auch dementsprechend Mehrwert hat. Wenn dem so war, teilt es doch einfach mit eurem Netzwerk. Man weiß ja nie, für wen die Infos interessant sind. Und falls ihr ja einfach mal ein kostenfreies Angebot haben wollt, ja. Einfach um zu schauen, weil wir haben super viele Regionen in Deutschland, die aktuell ja, sich eigentlich gar nicht auf das Thema Strom-Gaspreisbremse konzentrieren müssen, weil es dort deutlich ja, günstigere Preise gibt, wie die 40 Cent beim Strom, bei der Strompreisbremse. Ja, dann schreibt mir doch einfach eine kurze persönliche Nachricht. Einfach kurz schreiben, Angebot oder wie auch immer, dann nehme ich Kontakt mit euch auf und dann schauen wir einfach, was wir da für euch tun können. Und natürlich stehen wir euch dann auch zukünftig oder ich euch zukünftig ja mit Rat und Tat zur Seite. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, viel Erfolg, alles Gute, euer Oliver Schirmer. Ciao, ciao.